Hallo meine lieben Gamer, heute schauen wir uns das beste, das mieseste Spiel der PS2-Ära an. VIP mit Pamela Anderson. Ich behaupte mal, dass das mieseste Spiel. Schauen wir mal, warum das so ist. Also los geht's. Also das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich gestehen. Das ist ja ein Spiel mit und rund um Pamela Anderson bzw. ihrer Serie. Das ist nämlich tatsächlich eine Serienversoftung. VIP, das war mal eine unglaublich gute, miese Serie auf aus dem US-Fernsehen mit Pam. Und jetzt bin ich gespannt, weil es ist eine absolut haarsträubende Story, die kann ich euch vorher schon mal ein bisschen spoilern. Es heißt hier, das ist offiziell der Verpackungstext. Hollywoods bester Schönheitschirurg wird von einem gefährlichen Gangster entführt und Val braucht Hilfe. Also Val ist Valerie Irons, das ist die gute Frau Anderson hier. Well, don't worry, sir. We're on the way. Val will personally protect you, Mike Ruthless, and his nose. Mike Ruthless is such a hottie. How do I look? We better wait for Tasha Quick and Johnny to back us up. Not enough time. Noch ein kurzer Hinweis. Das soll Pamela Anderson sein zunächst mal. Also, wenn es ein großer Albtraum ist, nach einer langen Alkoholnacht, dann ist das Pamela Anderson. Und was man dazu sagen muss, Pamela Anderson ist hier ein Bodyguard. Ja? Also sie hat wirklich einen echten Job, einen ernsthaften Job, den sie auch sehr, sehr seriös ausführt, wie man auch gleich sehen wird. Und wo sie auch, ich würde mal sagen, die exakt korrekten Klamotten anhat. Man beachtet die unglaublich schöne, flimmerige Grafik, wo ich echt fast nichts erkennen kann. Okay, es geht schon los, Leute. Ja, jetzt geht's rund. So. Okay. Ein hitziger Kampf ist nur Augenzwinkern entfernt. Okay. So, los geht's. Jetzt geht's rund, ja? Bam! Falsch. Das funktioniert ja super. Das ist ja purer Spaß. Das ganze Spiel ist nur ein Knöpfchen drücken in die richtige Richtung. Wow. Das ist die beste Kampfchoreografie, die ich jemals gesehen habe. Flucht. Okay. Ja, ich muss die beiden Tasten schnell drücken, alles klar. Hervorragend, ja. Habt ihr es gesehen? Hervorragend war das. Gut, jetzt müssen wir ein paar von den Typen erschießen. So. Was? Konzentrieren sich auf zwei Fadenkreuze. Ja, das wird schon irgendwie gehen. Leute, ich ziehe bloß mit einem Fadenkreuz aufs andere drauf und drücke X. Das darf nicht wahr sein. Das ist wirklich das Anspruchsvollste, was ich jemals gespielt habe. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Pamela Anderson einfach mal im Abendkleid in die Arbeit geht, ja? Weil das ist ja scheinbar ihr Job, was sie hier tut. Also sie geht auf irgendwelche fremden Grundstücke, erschießt Leute und sprüht ihm Pfefferspray ins Gesicht. Das ist scheinbar ihr Job, ja? Wow, absolut irre, ja? Also wirklich, also ich bin absolut hingerissen. Und auch seht doch mal diese unglaubliche Bullet Time, die gerade hier stattfindet, damit sie dem Gegner, wow, das ist super schwer, damit sie dem Gegner ihre Handtasche um die Ohren hauen kann. Das sind Spezialwaffen, ja? Ey, da können andere nur davon träumen. Okay, jetzt geht's wieder mit der Kanonen-Lady weiter. Jetzt wird's wieder gut. So.
nicht entkommen lassen. Oder sie müssen wieder von vorne anfangen. Na super. Das macht ja Spaß. So, bam, bam. Das Schöne, ich kriege aber instant Geld, scheinbar Kopfgeld. Das ist... Also scheinbar haben die Typen alle ein Kopfgeld, wo ich instant Geld dafür kriege, ja. Ah gut, dass sie in ihrer knappen Hose auch noch eine Handgranate dabei hat. Auch sehr praktisch, dass es nicht interaktiv ist, sondern einfach von selbst alles abläuft. Es ist ganz, ganz großes Kino, was hier geboten wird, ja. So. Bam, bam, yeah. Ganz wichtig, bei so Bösewichten, die müssen, wenn sobald sie erschossen sind, nach vorne runterfallen. Über eine Brüstung und sie müssen währenddessen noch schreien, obwohl sie schon tot sind. Ja, das ist immer ganz wichtig. Hat es der Bursche nicht ganz perfekt gemacht? Er hat nämlich nicht geschrien, er ist aber zumindest nach vorne gefallen. Also das war aber schon mal löblich. Schön, dass ich für jeden Schuss $3.800 kriege. Das ist doch definitiv gesponsert von der NRA, dieses Spiel. So, jetzt geht's ja auch mit der fetten Schrotflinte hier durch. Pam hat das übrigens nicht nötig. Oh, Flucht. Okay. Ah, Flucht. Wow, das ist aber... Ey, das ist ja... Das ist ja richtig. Ey, ja, spiel ich denn? Hervorragend. Das ist auch, seht ihr, was für krasses Ausweichmanöver sie da macht? Sie hebt einfach die Arme und verwirrt dadurch den Gegner. Und währenddessen sind beide gefreezed. Und keiner weiß mehr weiter, weil keiner hat das Drehbuch gelesen, weil sie sich gedacht haben, sie können gar nicht lesen. Das war auch die Feststellung des Tages, sie können alle nicht lesen. Oder sie überlegen sich gerade, was zur Hölle mache ich hier? Oh, schaut euch mal das an. Also wirklich, sowas habe ich bei Matrix noch nie gesehen. Oh, wie Pam ihr die Handtasche auf den Typen einprügelt. Ich halte den Kopf nicht aus. Okay, wir sehen uns mal um, genau. Mit den Waffen. Also wir haben jetzt mindestens schon 10 Leute erschossen, würde ich mal sagen. Läuft. Läuft richtig gut. Für so einen Bodyguard im Abendkleid. Ich frage mich ja die ganze Zeit, was denn wäre. Also, weil sie muss ja irgendwie irgendeinen entführten Hansel befreien. Das ist ein Schönheitschirurgen. Ja, der ist ja richtig, der ist ja wichtig. Weil nächste Woche hat sie ja ihren Termin beim Chirurgen. Und da lässt sie sich das Gehirn verkleinern. Und den Termin kann sie natürlich nicht absagen. Deshalb muss sie ihn jetzt befreien. Aber was ich mich gerade frage, was ist, wenn die sich jetzt einfach an der Haustür geirrt haben? Was ist, wenn die jetzt quasi hier auf dem Meierweg 5 jetzt gelandet sind, aus Versehen, anstatt dem Meierweg 7, ja, quasi ein Haus daneben. Was ist dann? Also, dann haben sie jetzt irgendwie ungefähr ein paar Dutzend Leute erschossen, aber der Schönheitschirurg ist einfach nicht da. Ja? Ah, sehr gut. Schön, dass der die Treppe so dramatisch runterfällt. Das, so gehört sich das. Gut, $137.000 schon gemacht. Yeah! Also, damit wird die dicke Kohle gemacht in den USA. Mit Bleihagel. So. Oh, jetzt wird es jetzt noch richtig, richtig heikel. Jetzt machen wir doch noch die unfassbar schwierigen Quicktime-Events. Das war jetzt offensichtlich eine Brennendgranate. Oder das war das Drehbuch, das dem hingeworfen wurde, aufgeschlagen. Und er hat das Drehbuch gelesen und war sofort blind, ja, weil es so schlecht ist. Jetzt schwebt irgendein Typ im Gebüsch. Ich verstehe es nicht. Soll wohl ein Scharfschütze sein, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Genau, wir machen jetzt erstmal die schusssicheren Jalousien runter. Dann hat er keine Chance. So, Problem gelöst. Where is that babelicious Mike Ruthless? They got Mike. They'd better not harm a hair on his chiseled body. His hair is fine. It's his nose I'm worried about. They took him before I could finish. Can the chit-chat. We've got company. Okay, go. We'll sneak out the back.
Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt gibt es Verfolgungsjagd, Leute. Wir sind in einer fetten Verfolgungsjagd. Oh mein Gott. Jawohl, und auf dem Weg gleich noch zwei erschossen. Wundervoll. Das ist ein Killcount. Der kann sich sehen lassen. Oh oh, wir werden verfolgt. Das hat ja wirklich keiner kommen sehen. So. Gut. Den hätten wir schon mal. Oh! Das sind Leute aus Versehen von der Matrix ins Spiel rübergekommen und dachten sich, wir statten unten hier mal Pam einen Besuch ab. Aber Pam hat natürlich den ultra klugen Plan am Start. Sie wirft einfach einen Autoreifen, nämlich das Ersatzrad, vors Auto. Instant Crash. Irre. Ist auch cool, dass der Ersatzreifen scheinbar unter dem Beifahrersitz ist. Und genauso der Benzinkanister. Jetzt wird's richtig, richtig krass. Achtung, Vorsicht, es ist wirklich Hollywood, ja? Schaut euch das gleich mal an. Wow, Explosionen, Matrix, Keanu Reeves mit Glatze in hässlich, Bullet Time, ey, das Spiel hat alles, es hat alles. Ich finde auch cool, dass ich den Typen immer wieder treffe und er duckt sich dann weg. Oh, vorbei. Oh mein Gott, schau dir das an. Es ist Neo mit dem Matrix Signature Move. Wow. So was habe ich noch nie gesehen. Oh nein, jetzt wedelt er mit den Armen, jetzt fliegt er raus. Nein. Aber der BMW fährt so schnell, dass er da unmöglich sich dran klammern kann. Also das war jetzt wirklich, das war also mit Abstand die mieseste Verfolgungsjagd, die ich jemals gesehen habe. Leute, also das ist ein absolutes, was für ein krasses Machwerk ist denn das? Was kann jetzt noch kommen? Was kann jetzt noch kommen? Okay. Ich nehme an, wir erschießen noch mehr Leute im Anzug. Don't fall back here, okay? There are men all around the perimeter. How'd they get the 411 on us so fast? How many bombshell bodyguards do you know? We gotta hide the client, and I know where. I'll throw up a distraction. Tasha, slip out and join Mickey. Unglaublich lebensecht übrigens die Charaktere, wenn ihr die anschaut. Bin ich echt froh, dass sie da richtig viel Geld reingesteckt haben ins Motion Capturing. Die haben da 20 Jahre am Motion Capturing gearbeitet, damit die Bewegungen und die Mimik und die Mundbewegungen exakt stimmen, dass das aussieht wie echt. Oh, die sind so schwer. Das ist zu anspruchsvoll für mich. Diese Quicktime-Sequenzen, die machen mich fertig. Also da ist ja, das Dark Souls viel, viel simpler. Ja? Das ist viel zu kompliziert für mich. So, und gleich nochmal. Ja, jetzt. Yeah. Hier routiniert drücke ich in die richtige Bewegung. Und dann macht sie die Tür auf und haut den Typen eine vor den Latz. Echt die, echt erstaunlich. Wirklich erstaunlich, das Ganze. In so vielen Belangen. Erstaunlich. Bam, Flucht. Ja, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich stehe einfach nur hinter einer Säule und tu gar nichts.
Und das ist die Flucht. Hervorragend, ja? Oh mein Gott, ich bin gefreezed! Was ich auch schön finde, dass man instant sofort das Ganze neu probieren kann. Wow, schaut euch diese Bullet Time an. Ich hau's weg. Hey, Matrix 4 ist das hier. Seht ihr das? So wird Matrix 4 übrigens aussehen, ja? Das ist schon die Kampfchoreografie schon vorweggenommen. Ich muss sagen, ich habe echte Schwierigkeiten, der recht komplexen Handlung zu folgen, weil ich absolut keinen Schimmer habe, wer gerade irgendwas tut, welcher Charakter sich gerade versteckt und warum er sich versteckt und wo er sich versteckt und was wir jetzt hier überhaupt machen. Aber wir müssen jetzt hacken und das wird jetzt, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz groß. Oh Leute, dieses Hacking-Spiel, das ist so kompliziert. Ich halte es im Kopf nicht aus. Mission accomplished. Communication breakdown. Läuft. Wir haben die Stufe geklärt. Leute, die Stufe. Die Stufe. Wir haben die geklärt. Irre. So, wir haben jetzt das erste Level geschafft. Und ich habe ja echt Befürchtungen, dass das Spiel noch mehr Levels hat als nur zwei. Wir sind jetzt schon bei Level 2. Es ist ein absolutes Trauerspiel, was hier abläuft. Vor allen Dingen, was zur Hölle ist das? Da schwebt ein Mann im Baum mit Cowboyhut. Was geht hier vor sich? I have no idea. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe eine Theorie, worum es in der Story wirklich geht. Das würde auch erklären, warum die Männer in den schwarzen Kitteln immer vorbeikommen. Das ist Agent Smith aus Matrix. Das erklärt natürlich auch die Bullet Times. Das heißt, Agent Smith aus der Matrix ist jetzt hier quasi hereingekommen als Klonarmee, so wie in Episode 2. Und er entführt im ganzen Land die Schönheitschirurgen. Was jetzt absolut schlüssig für mich erscheint, weil er hasst Schönheit. Ja, er schaut nämlich auch immer so grimmig, er hat auch so eine Knubbelnase und die will auf gar keinen Fall operiert haben, deshalb entführt er alle Chirurgen. Und deshalb versucht natürlich Pam das zu verhindern, weil das wäre für sie natürlich eine absolute private Katastrophe, womit sie eigentlich auch nicht mehr ihre Abendkleider anziehen könnte, sondern könnte dann nur noch rausgehen in irgendeinem Kartoffelsack mit einer Tüte auf dem Kopf. I bet you kick a lot of booty. You know, being a bodyguard isn't just butt kicking. You've got to have brains too. Ja, das sagt Pamela Anderson. Man muss auch Grips haben. Ja, also dass ihr das schon mal wisst. Man muss nicht nur ein Abendkleid haben, man muss auch Grips haben. Mit Abendkleid zusammen. Ja. In dem Abendkleid. Den Grips muss man da drin haben. You must have trained to be a bodyguard for years. Okay, jetzt hat die Kollegin aus Versehen den nächsten Kunden erschossen. Das ist natürlich schade, aber passiert, ja, mit Schusswaffen sowas passiert halt einfach. Tja. Und jetzt flüchtet der schwebende Mann aus dem Baum mit dem Cowboyhut in einer Art von Range Rover, Jeep, Humvee, SUV und fährt dann instant gegen den Baum, weil er so schlau ist. Und dann fällt er aus dem Auto raus. Das ist auch die schäbigste Flucht aller Zeiten. So. So, oh jetzt Leute, jetzt wird es richtig kompliziert. Jetzt muss ich zwei Kombinationen auf einmal hintereinander drücken. Ja, und mit diesen Kreisbewegungen, da bin ich richtig, richtig überfordert, weil es eben so komplex ist, dieses Spiel, ja. Also das kann halt echt nicht jeder, ja. Dark Souls, das kann jeder, aber das hier, ne, dafür ist einfach nicht jeder geschaffen, ja. Hier zum Beispiel, vor allen Dingen hier in einem im Kreis drehen, das ist super schwer.
einen vollständigen Kreis. Da muss ich mich voll konzentrieren, ja? Hier, schau dir das an, jetzt kommt die Super-Kombo. So, schon wieder 39.000 Dollar verdient. Wofür auch immer. Ich meine, was kann denn jetzt noch kommen? Es geht weiter im nächsten Level. Bei Nacht. Ich denke, es wird doppelt dramatisch. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch die dicken Wummen dabei. Und es wird auch endlich mal Zeit, dass wir wieder mal endlich mal ein paar Leute erschießen. So. Okay, schießen Sie auf die Mülltonne. Jawohl, zur Ablenkung. Mhm. Das wird ihn ablenken. Da wird er schauen. Bäm! Vorbei. Was? Wieso vorbei? Ich hab doch gerade auf die Mülltonne geschossen. Vorbei, vorbei. Was ist denn bitte vorbei, vorbei? Und warum soll ich auf die Mülltonne schießen, wenn ich den Typen erledigen kann? Leute, ich musste echt einen ganz bestimmten Punkt an der Mülltonne treffen. Weil sonst ist er nicht abgelenkt. Wenn ich die Mülltonne einfach so treffe, dann ignoriert er das. Sag mal, Leute, ist das nicht das Convention Center in L.A.? Ist das nicht der Ort, wo die E3 stattfindet? Oh mein Gott, Leute, wir sind auf der E3! Mich haut's um. Da bin ich mal gespannt. Da müssten ja hier die neuesten Spiele präsentiert werden. Bin mal gespannt. Und die miesen Spiele kriegen gleich eins mit der Bleikugel verpasst. Genauso wie der Pfarrer, der da oben rumguckt. Ich weiß gar nicht, warum der Pfarrer gerade hier unterwegs ist, bei Nacht auf der E3. Wahrscheinlich jagt er nicht-christliche Spiele. So, den schießen wir gleich mal runter. Ist auch ein super, oh nein. Ist auch super, wie beide, was für beide gute, für gute Scharfschützen sind. Sie treffen nämlich gar nichts, also beide nicht. Es ist, jeder schießt noch irgendwie so ein bisschen in die Luft, ja? Aus Frust über die neuen Spiele, die alle mies sind auf der E3. Und da sind die so angefressen, beide. Er ist auch ein absolut krasser Scharfschütze. Ah, gut, dass wir den Strom anhaben. Denn so funktionieren die Spiele natürlich viel besser hier. Don't move. Jetzt kommt die Mega-Kampfaktion. Achtung. Wow. Haut die dem mit dem Fuß einfach eine drauf. Ja. So. So, endlich mal wieder ein paar Leute erschießen. Mit dramatischer Musik. Das ist auch eine Musik, die sich jetzt noch nie wiederholt hat. Ja. Das ist schön übrigens, dass der Soundtrack so unglaublich abwechslungsreich ist. Das sind einfach fantastische Melodien, die man hier hört. Ist auch gut, dass hier nicht immer nur dasselbe Gitarrenriff zu hören ist, sondern immer wieder was Neues. Und es überhaupt nicht einfallslos ist. So, wir gehen rüber zur Westlobby. Schauen wir mal, was EA zu bieten hat. Ja? Vielleicht haben die ja was Besseres. So, was gibt's hier? Hier gibt's drei Typen, die auf uns, ne, vier Typen, die auf uns schießen, wo keiner, aber auch nur im Entferntesten irgendwas trifft. Aber die sind so dickköpfig, die Typen, dass man bei jedem zwei Kopfschüsse braucht, weil sie so dickköpfig sind. Also die haben quasi eine unfassbar dicke Schädelplatte. Eben, typisch Dickkopf. Ja? Deshalb muss man da zweimal draufballern. So.
Und man sieht's, man merkt richtig, wie frustriert die Leute hier sind, wegen dieser miesen E3-Spiele, die es hier gibt. Jeder ist so angefressen, ja. Echt, da hilft echt nur prügeln und schießen. Also das Beste an diesem Spiel ist ja wirklich der Ladebildschirm. Weil der zeigt zumindest, wie Pamela Anderson in echt aussieht, was halt wirklich tatsächlich eine echte Verbesserung ist zu dem, was wir hier im Spiel sehen. Also würde ich so kurzum eigentlich sagen, das Beste an VIP ist tatsächlich der Ladebildschirm. Vor allen Dingen auch deswegen, weil man da währenddessen nicht spielen muss. Und das ist halt echt ein richtiger Vorteil, dass man einfach hier nicht irgendwelche dummen Knöpfe drücken muss, beziehungsweise den Stick in irgendwelche Richtungen drücken muss. So, jetzt gibt es noch eine schöne Kneipenschlägerei. Jetzt kann zumindest, vielleicht wird es ja jetzt spaßig. Könnte ja sein. Eventuell. So. Yeah, Pam haut einfach die fette, uralte Ming-Vase dem Typen auf den Schädel. Dazu müsste es aber jetzt einen fetten Malus geben aufs Geld, weil das ist vielleicht, weil das ist eine unbezahlbare Ming-Vase natürlich gewesen. Aber vielleicht ist sie gut versichert, gute Hausratversicherung von der Allianz. Dann wird die natürlich bezahlt, das heißt, sie kriegt am Ende vielleicht sogar noch was raus. Kann ja gut sein. So, jetzt geht's erstmal weiter in die Stretch-Limo, sehr gut. Da kommt Captain Böse raus, gleich mal. Oh ja, wie grimmig der schaut, meine Güte. Also, der hat auch noch so einen fiesen Schnurrbart. Das müsste wirklich der fieseste Typ aller bisherigen Bösewichte sein. Und wir können dem jetzt wahrscheinlich eine auch drauf geben und das stört ihn nicht, da lacht er dann gleich. Ja, dann machen sie noch ein kleines Tänzchen, die beiden, weil es so schön ist. Pam ist immer noch schwer bewaffnet mit ihrer Handtasche unterwegs. Und damit haut sie dem Typen gleich so eine drauf, da ist alles aus. Schau dir das an, ey, wie sie den verdrischt. Da kennt die nichts, ja? Ja. Das ist auch übrigens mein Blick, während ich das Spiel die ganze Zeit spiele. Das ist genau dieser Blick. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Trauerspiel noch machen kann. Ich komme nicht klar. Ich komme echt nicht klar drauf. Es ist völlig unrealistisch, das Spiel, dass die blonde Dame, ich weiß ihren Namen nicht, keinen Kapuzenpulli anhat, weil jeder Hacker, das wissen wir ja, jeder Hacker hat natürlich so einen Kapuzenpulli auf und eine Sonnenbrille an, während er an seinem Computer hackt. Ist ja so. Aber sie hat das nicht, also es ist komplett unrealistisch leider. Das ist so spannend. Ich hab's, yes, der Meisterhacker ist am Werk, yeah. Geht auch ohne Kapuze. Also mit Kapuze wäre es nochmal 50% schneller gegangen. I was gonna take a picture of the monitor. Sometimes they shoot first and ask questions later. But we don't want Macabre to get away. We'll trip the alarm after we get out. So much for being silent. Diese Dramatik, seht ihr das in ihren Gesichtern? Diese Dramatik. Ja. Jawohl, jetzt geht wieder die Doppelknarren Luzi ab. Leider hat sie immer noch nicht ihr Oberteil gefunden irgendwie, sondern muss quasi sehr recht freizügig in der Gegend herumlaufen, das arme Mädel. Die kann sich vielleicht auch nichts leisten, weil sie quasi chronisch unterbezahlt wird von Pamela Anderson, weil das ja ihre Chefin. Sie arbeitet ja für die Agentur, soweit ich das verstanden habe. Das ist ja so eine Art Bodyguard-Detektiv-Agentur, die machen alles. Und da ist sie schon mal chronisch unterbezahlt. Ich denke, die Pam, die wird auch definitiv unter Tarif zahlen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die Geschäfte halt nicht gut laufen, was ich auch verstehe, weil man sieht ja, die Pam kann eigentlich nur als Waffe eine Handtasche dabei und kann sich auch selber irgendwie keine Knarre mehr leisten. Und auch das Kleid ist ziemlich kurz, also da musst du dann auch Fett mit dem Stoff sparen, damit es ein bisschen günstiger wird, das Ganze. Und da muss natürlich schön eingespart werden. Aber das hat man jetzt von den Sparmaßnahmen, ja. Jetzt müsste echt jeder hier halbnackt durch die Gegend laufen und relativ planlos Kopfschüsse verteilen.
Inzwischen ist das US-Militär eingerückt. Die machen Werbung für das neue Call of Duty. Hier, wie man sieht. Wie realistisch das ist, ja. Und die werden auch gleich mal erschossen, alle. Ja, seht ihr das? So. Der ist jetzt aus dem neuen Rambo-Spiel. Das ist Sylvester Stallone, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und der wirbt eben für das neue Rambo-Spiel, das ein Walking Simulator wird mit einer hochkomplexen Story. Unglaublich, wie gut der schießen kann. Es ist auch schön, dass sie sich gerade an der Rolltreppe, die Rolltreppe als Deckung nimmt, was überhaupt gar keine Deckung sein kann. Und interessant, dass John Rambo, der unten hier immer noch rumballert, wie völlig wahnsinniger, einfach nichts trifft. Wirklich rein gar nichts. Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass wir so viel Kohle kriegen für jeden Schuss und dass die Leute hier trotzdem chronisch unterbezahlt sind. Das ist schon echt traurig, ja? Also ich denke, die sollten sich, die sollten mal zum einen einer Gewerkschaft beitreten. Und zum anderen sollten sie mal einen Betriebsrat gründen, weil so geht's echt nicht. Also Pamela Anderson ist echt kein guter Arbeitgeber. Ja? Okay? John Rambo ist jetzt gerade gestorben an Altersschwäche. Der konnte einfach nicht mehr. Ja? Er war einfach durch. Oder er hat gerade sein eigenes Spiel gesehen, das hier auf der E3 vorgestellt wird. Und da hat ihn auch der Schlag getroffen. So. Das sind auch alles Standhostessen, die mit scharfer Munition schießen auf die Zuschauer, weil das Spiel darf keiner sehen, ja? das ist streng geheim. Deshalb wird ja einfach jeder erschossen, der das Spiel sehen will. Gut, wir haben die Stufe geklärt. Ja, und Pam häuft sich gleich mal ihre Hunderttausende von Dollar an. Wo sie natürlich nichts ihren Mitarbeitern gibt. Rein gar nichts. Weil sie muss ersparen für ihre Schönheits-OP. Bei Dr. Mabuse. Ja, oder wie der hieß. Ich glaube, der hieß so. Ja, weil der muss sie ja irgendwie weiter verunstalten. Das, meine lieben Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vom besten Spiel auf der PS2. Vom miesesten Spiel auf der PS2. VIP. Also, wenn ihr mal richtig irgendwie jemanden hasst, schenkt ihm dieses Spiel, ja? Oder wenn ihr irgendwie eine Freundschaft beenden wollt, beispielsweise, oder eine Beziehung, ja? Das könnt ihr verschenken und die Leute werden euch hassen. In diesem Sinne, meine lieben Leute, viel Spaß oder auch nicht beim Spielen.